Hallo liebe Deutschlerner und herzlich willkommen zur heutigen Stunde. Mein Name ist Robert und unser Thema heute ist die Liebesbeziehung. Heute wird es also bestimmt besonders spannend, zumindest für die unter euch, die sich dafür interessieren, wie es in Deutschland so mit den Beziehungen bzw. den Liebesbeziehungen ist. Monika hat euch schon eine ganze Menge an Wörtern beigebracht, die man so benutzt, wenn man über Liebesbeziehungen und das Eheleben spricht. Ihr könnt also schon Wörter sagen wie sich verlieben oder sich verloben und heiraten bzw. verheiratet sein. Aber ihr könnt auch schon Wörter wie Trennung und Scheidung, also Wörter, die man eher dann benutzt, wenn es mit der Beziehung nicht mehr so gut funktioniert. Wie ist es also in Deutschland mit den Liebesbeziehungen? Wann verliebt man sich und wann hat man vielleicht seine erste Beziehung? Und wie stehen die Leute dazu? Zunächst einmal möchte ich aber auf ein Begriffspaar eingehen, welches sehr wichtig ist, wenn man über seine Beziehung redet. Oder genauer gesagt, wenn man anderen Menschen sagen möchte, wer sein Freund oder seine Freundin ist. Die Wörter Freund und Freundin kennt ihr ja sicherlich. Allerdings ist es in Deutschland bzw. in der deutschen Sprache ein wenig kompliziert mit diesen Wörtern, aber auch nicht allzu schwer. Wenn ich zum Beispiel sage, dieses Mädchen ist meine Freundin, was meine ich dann damit? Sage ich damit aus, dass es meine Freundin ist, mit der ich fest zusammen bin, also meine feste Partnerin, beziehungsweise auf Chinesisch Nü Pangyo? Oder sage ich damit aus, dass es nur eine normale Freundin ist, also eine gute Freundin, von denen man ja mehrere haben kann, also eine Person aus meinem Freundeskreis? Vielleicht kennt ihr ja den Unterschied. Der Unterschied ist sehr klein, aber ich kann mit ihm gut aussagen, wie meine Beziehung zu einer Person ist. Also dann möchte ich euch mal den Unterschied erklären. Wenn ich zum Beispiel sage, Petra ist meine Freundin, dann meine ich damit in der Regel, dass sie meine feste Freundin ist. Also meine feste Freundin, mit der ich zusammen bin und neben der ich auch keine andere Freundin habe. Vielleicht werden Petra und ich uns also auch mal verloben und dann später heiraten. Wenn ich allerdings sage, Petra ist eine Freundin von mir, dann sage ich damit aus, dass sie nur eine Person aus meinem Freundeskreis ist. Ich kann also zum Beispiel sagen, Rebecca ist eine Freundin von mir, Iris ist eine Freundin von mir und Ann-Christine ist auch eine Freundin von mir. Aber Petra ist meine Freundin. Der Unterschied liegt also darin, ob ich eine oder meine Freundin sage. Andersherum funktioniert es übrigens genauso. Also wenn Petra über mich redet, würde sie dann sagen, Robert ist mein Freund und nicht Robert ist ein Freund von mir. Ich denke mal, ihr habt den Unterschied jetzt verstanden. Seid also vorsichtig, wenn ihr auf Deutsch sagt, dass jemand ein Freund ist oder euer Freund, also mein Freund ist. Das kann manchmal einen großen Unterschied machen. Aber wie ist es nun in Deutschland mit den Beziehungen? Wie wahrscheinlich in den meisten Ländern wird es in Deutschland natürlich auch als sehr positiv empfunden, wenn zwei Menschen eine Liebesbeziehung zueinander aufbauen. Und das fängt auch schon im Kindesalter an. Natürlich ist es dann noch nicht so ernst, wie es vielleicht später einmal sein wird. Wenn also Kinder anfangen, in den Kindergarten zu gehen, dann kann es schon mal sein, dass die Eltern ihre Kinder fragen, ob sie denn schon einen Freund oder eine Freundin haben. Und meistens finden es Eltern sehr lustig und interessant, wenn ihr 5-jähriger Sohn oder ihre 4-jährige Tochter sagen, ja, ich habe einen Freund oder eine Freundin. Und natürlich redet da noch niemand von einer wirklichen Beziehung. Wie bereits gesagt, man findet es auch eher ein wenig lustig.
Auch gibt es bestimmt viele Eltern, die ihre Kinder dann aus Spaß fragen: Und wollt ihr auch bald heiraten? Ich würde sagen, dass die Eltern die Liebesbeziehung ihrer Kinder bis zu einem gewissen Alter eher belächeln. Sie nehmen die Beziehung also nicht sehr ernst und wissen auch, dass die Kleinkinder ja noch gar nicht richtig wissen, was eine echte Beziehung ist. Anders wird es dann, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Also sagen wir mal, wenn sie vielleicht 12 Jahre alt sind. Das ist ja bei jedem Kind unterschiedlich. Wenn Kinder aber in der Pubertät sind, dann ändert sich bekanntlich auch ihre Einstellung zu einer Beziehung. Das heißt, sie fangen an zu verstehen, was eine Beziehung ist. Und viele können sich dann vielleicht auch schon einmal richtig verlieben. Wie die Eltern dies dann finden, ist sehr unterschiedlich. Die meisten jedoch werden das sicherlich in Ordnung und normal finden, dass Jugendliche Beziehungen zueinander haben. Völlig dagegen sind wahrscheinlich eher weniger Eltern. Wenn die Kinder also noch ungefähr 12 Jahre alt sind, kann es also vielleicht langsam losgehen mit den ersten Versuchen einer echten Beziehung. So eine richtig ernste Beziehung ist es dann aber vielleicht noch immer nicht. Man versucht sich halt ein wenig aus und die meisten Eltern finden es, wie gesagt, normal und tolerieren es. Ein paar Jahre später hingegen kann die Sache dann schon wirklich ernst werden. Also wenn die Kinder wirklich keine Kinder mehr sind, sondern Jugendliche. Also wenn sie so 14 oder 15 Jahre alt sind. Spätestens dann werden die Liebesbeziehungen der Kinder von den meisten Menschen und auch den Eltern ernst genommen. Ich kenne auch ein paar Paare oder sogar Ehepaare, die bereits zusammen sind, seitdem sie 14 oder 15 Jahre alt sind. Das kann also schon möglich sein, dass man den Grundstein für sein Eheleben in einem sehr jungen Alter legt. Oft ist es aber anders. Das heißt, dass die ersten Liebesbeziehungen im jungen Alter nicht gleich für den Rest eines Lebens sind. Viele junge Menschen wissen im Alter von 14 oder 15 Jahren noch nicht genau, was sie von einer anderen Person brauchen oder wollen. Das heißt, ihre Bedürfnisse verändern sich und dann stellen sie vielleicht fest, dass ihr Partner doch nicht der Richtige ist. Also zusammenfassend gesagt, die meisten jungen Menschen in Deutschland haben vielleicht schon ein oder zwei nicht ganz so ernste Beziehungen gehabt, bis sie irgendwann mal eine für sich wirklich ernste Beziehung eingehen. Wir haben also jetzt über das Alter zu Beginn der Pubertät geredet und über den Zeitraum, in dem man junge Menschen in der Regel Jugendliche nennen würde. Doch wie ist es, wenn man noch ein paar Jahre älter wird? Also zum Beispiel 17, 18 oder 19 Jahre alt. Dann haben bereits viele Leute in Deutschland wirklich ernstzunehmende Beziehungen. Also Beziehungen, die wenigstens viele Jahre halten oder sogar zu einer Ehe führen. Und wann heiratet man normalerweise in Deutschland? Das ist sehr unterschiedlich und es hängt sehr stark davon ab, was man in seinem Leben macht. Also ob man zum Beispiel schon arbeitet oder noch studiert und zur Universität, zur Uni geht. Nach dem Gesetz darf jeder in Deutschland heiraten, der volljährig ist. Und volljährig ist man in Deutschland, wenn man 18 Jahre alt ist. Und es gibt auch Leute, die bereits im Alter von 18 Jahren heiraten. Vor allem, wenn man nicht sehr lange zur Schule gegangen ist, vielleicht nur 9 oder 10 Jahre, dann kann es sein, dass man mit 18 oder 19 schon sein komplett eigenes Leben führt, arbeitet und sein eigenes Geld verdient. Und dann sind auch viele Leute der Meinung, dass man dann auch heiraten könnte. Bei den jungen Menschen, die länger zur Schule gehen und danach vielleicht sogar studieren, ist es meistens ein wenig anders. Viele von den Studenten möchten zuerst ihr Studium beenden, bevor sie heiraten. Und vielleicht möchten sie auch noch ein Jahr im Ausland studieren. Das dauert alles Zeit. Und bis man dann der Meinung ist, man könne jetzt heiraten, ist man meistens schon 25 oder älter. Ich persönlich kenne wenige Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die bereits mit 25 Jahren geheiratet haben. Aber mit 25
zu heiraten ist in Deutschland eigentlich schon relativ normal. Dies hängt sehr stark von der Art ab, wie man sein Leben gestalten möchte. Und gerade viele Leute, die studieren und nach dem Bachelorstudium noch ein Masterstudium machen möchten oder vielleicht sogar einen Doktortitel erlangen möchten, heiraten erst sehr viel später. Oft, wenn sie 30 sind oder älter. Das ist in Deutschland auch kein Problem. Ich selber bin noch nicht ganz 30. Und wie ihr sehen könnt, ich habe noch keinen Ring an meinem Finger. Eben habe ich gesagt, dass die Menschen in Deutschland in einem sehr unterschiedlichen Alter heiraten. Manche schon, wenn sie 18 Jahre alt sind und manche auch erst, wenn sie 20 oder schon 30 und älter sind. Und es hängt in den meisten Fällen davon ab, wie man sein eigenes Leben gerne gestalten möchte. Also bezüglich Schule, Ausbildung und Beruf. In China ist es ja so, dass in den meisten Fällen die Eltern beim Thema Partnerwahl und Heirat schon noch ein wenig Mitspracherecht haben. Und oft ist es auch so, dass die chinesischen Eltern den konkreten Wunsch äußern, dass die Kinder doch heiraten sollten. Manchmal kann es sogar sein, dass die Eltern ihren Sohn oder ihre Tochter sogar dazu drängen, zu heiraten. Und sie schlagen ihm oder ihr vor, wen er oder sie doch zum Beispiel heiraten könnte. Viele Eltern sind auch wirklich unglücklich, sehr unglücklich, wenn ihre eigenen Kinder im Alter von 25, 26 oder 27 Jahren noch nicht verheiratet sind. In Deutschland ist das in den meisten Fällen anders. Die Eltern haben oft keinen großen Einfluss mehr darauf, mit wem ihr Sohn oder ihre Tochter eine Liebesbeziehung eingeht. Und die wenigsten Menschen in Deutschland würden sich von ihren Eltern vorschreiben lassen, wann sie zu heiraten haben. Und kaum jemand würde sich von seinen Eltern sagen lassen, wen er zu heiraten hat. Man ist also für sich selbst verantwortlich und jeder versucht für sich selbst herauszufinden, mit wem er gerne zusammen sein möchte und wann der richtige Zeitpunkt ist, diese Person vielleicht zu heiraten. Und wie findet man in Deutschland den richtigen Partner? Nun, ich denke, das funktioniert so ähnlich wie in China auch. Wenn man noch ein wenig jünger ist, sind das meistens Leute, die man aus der Schule oder der Universität kennt. Oft verlieben sich Menschen aber auch in ihre Arbeitskollegen. Und wer möglichst eine große Auswahl haben möchte, der kann in Deutschland natürlich auch online einen Partner suchen. Dafür gibt es ähnlich wie in China eine ganze Menge an Webseiten, auf denen man sich ein Profil anlegen kann, welches dann andere Leute, die ebenfalls auf der Suche nach einem Partner sind, sehen können. In Deutschland ist es für die meisten Menschen sehr wichtig, dass der Partner ähnliche Interessen hat wie man selbst. Und auf den meisten Webseiten kann man seine Interessen dann auch angeben und nach Leuten suchen, die die gleichen Interessen wie man selbst hat. Die Liebe aus dem Internet ist seit langer Zeit schon sehr verbreitet und sehr viele Menschen beginnen ihre Beziehung sozusagen online. Ein anderer Ort, an dem viele Menschen in Deutschland ihre Partner gefunden haben, sind Bars, Kneipen und Diskotheken. Diese Orte sind in Deutschland vor allem bei jüngeren Menschen populärer als bei jüngeren Menschen in China. Die meisten jungen Leute gehen, wenn sie spätestens 18 Jahre alt sind, öfters in Kneipen, Bars und Diskos. Die meisten Leute gehen an diese Orte, weil sie Spaß haben wollen, also mit ihren Freunden sich unterhalten möchten, etwas trinken möchten und tanzen möchten. Und weil die meisten Menschen in Bars, Kneipen und Diskotheken gut gelaunt sind, kommt man halt automatisch schneller ins Gespräch und kann sich kennenlernen. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt vieles darüber erfahren, wie es so in Deutschland funktioniert mit den Liebesbeziehungen und den Partnerschaften. Wenn ihr also irgendwann mal in Deutschland auf der Suche nach einem Partner seid, konnte ich euch hoffentlich mit dem, was ich gesagt habe, bestens darauf vorbereiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.